Lieber Jens, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich freue mich riesig, dass wir hier ins Feedbackgespräch gekommen sind. Du musst unfassbar schnell gewesen sein. Ich habe die E-Mail bekommen, bevor die Information in die WhatsApp-Gruppe kam. Ja. Wahnsinnig gut, gutes Timing. Genau. Ja, total schön, dass du das, dass du es bei mir gebucht hast. Ich freue mich riesig und ich finde total schön, du strahlst schon so. Du scheinst gut motiviert zu sein. Ich brauche 15 Minuten deiner Zeit, plus minus zwei. Mal schauen, wie wir durchkommen. Und ich habe auch eigentlich nur 5 Fragen an dich. Das heißt, ich würde total gern anfangen für dich. Passt das? Na klar. Meine erste Frage ist, magst du mich einmal in deine Situation holen? Aus welcher Situation bist du in das Coaching gestartet? Ja, aus Neugier und aus bereits guten Erfahrungen, was, ich sag mal, Lebenswandel betrifft und auch was den Erstkontakt mit Cyberprävention und Cyberfitness betrifft, hatte ich einfach Bock, irgendwie weiterzumachen. Ich habe nämlich vorher den Kurs Kraft und Ausdauer gemacht, auch über die Krankenkasse. Dadurch bin ich auf euch gestoßen und war einfach von dem Konzept und auch von euch Coaches, dich und Tom hatte ich ja quasi dadurch schon kennengelernt, wenn auch auf etwas anderer Art. Und da war ich einfach neugierig und wollte auf jeden Fall was machen und habe mich dann bei euch umgeschaut, auch umgeschaut, was so die Krankenkassen übernehmen, so wie es halt so war, und bin halt auf diesen Kurs gestoßen. Und habe mir alles durchgelesen und ich fand das einfach, dachte ich, also ich habe nach was Bestimmtem gesucht, ich wusste aber nicht genau was. Und bei mir ist es nicht das Abnehmen gewesen, das ist jetzt vielleicht die Besonderheit. Deswegen erstmal, liest dir trotzdem mal durch. Aber als ich halt so durchgelesen habe von gesunder Ernährung, mentale Fitness und eben auch Bewegung, weil ich einfach gemerkt habe, es gibt noch viel mehr Arten von Bewegung oder Aktivität, dachte ich, das ist es. Und deshalb war es für mich auch der perfekte Kurs. Also ich höre jetzt kurz raus, ich fasse mal kurz zusammen, korrigiere mich, ob das stimmt oder nicht, war dein Gedanke eigentlich weniger abnehmen, sondern eher Lifestyle-Verbesserung oder? Total, genau so. Okay. Genau. Ich habe es wirklich erkannt oder ich habe es die ganze Zeit so gesehen, das hat mir auch bei dem ganzen Kurs sehr geholfen. Das habe ich auch immer versucht, so in den Buddy-Gruppen oder so reinzubringen, mit Lockerheit sowas anzugehen. Das sagt sich natürlich für jemanden recht leicht, der sich da keinen Druck macht, aber ich wusste halt von Anfang an, weil ich halt vorher auch schon was für mich gemacht habe, dass Abnehmen eigentlich ein schöner Nebeneffekt ist. Also so konnte ich rangehen. Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Ne? Und es ist tatsächlich auch wieder so gekommen. Keiner von außen hat gesagt, du musst abnehmen oder so. Aber ich für mich selbst wollte schon ein bisschen, weil ich gemerkt habe, Mensch, du fühlst dich leichter. Und das war natürlich super. Aber genau wie du sagst, und so sehe ich das Coaching auch. Für mich war das so eine Art, oder ist es so ein Lifestyle-Coaching, die wirklich wichtigen Themen sind hier für mich drin, wo man manchmal nur so leider so vorbeischrammt oder mal ist man ein bisschen beschäftigt sich damit und dann wieder zu wenig. Und so war ich halt immer dabei. Verstehe. Und wenn du sagst, zu Beginn war deine Situation gar nicht so sehr Fokus auf Gewichtsreduktion, sondern jetzt eigentlich nur so ein bisschen mehr Wunsch nach Wissen und ja, Horizonterweiterung, auch was Thema Ernährung und auch Thema Bewegung angeht. Wo würdest du sagen, wo stehst du jetzt gerade im Anschluss an das Coaching, an den Kurs? Mittendrin in diesen Themen. Und das ist das Schöne. Also ich habe mich dem Ganzen insgesamt so mehr angenähert. Und für mich ist es jetzt so das Bewusstsein, dass das alles so zusammengehört. Bewegung, also ich war vorher auch Sportler, gehört für mich zum Leben dazu. Ja, also ganz Leben Sport gemacht, da werde ich auch nie mit aufhören. Und trotzdem habe ich auch in der Richtung halt viel Neues kennengelernt, dass man vielleicht auch andere Muskeln zum Beispiel mal beanspruchen, trainieren sollte, was ich halt auch total gut finde. Bei Ernährung habe ich völlig neue Erfahrungen gemacht. Muss auch sagen, ich habe mir das sogar schwieriger vorgestellt. Mir macht das total Spaß. Ich hätte nie gedacht, wie spannend das Ganze ist. Ja, und die mentale Schiene, also auch, hast du auch wirklich sehr viel geschafft, ist ein Thema, was mich eigentlich auch schon immer fasziniert und interessiert, auch auf anderen Ebenen, beruflich und so. Mir aber irgendwie auch am schwersten fällt, da dran zu bleiben. Also ich habe auch vorher schon über eine andere App, ich mag dieses, so wie ihr es auch angefasst habt, digital, interaktiv bin ich sehr gern unterwegs, auch weil ich auf dem Land lebe und so, das hat verschiedene Gründe. Aber da bin ich halt nicht so ständig dran. Also da brauchte ich das, glaube ich, am meisten. Das hat mir am meisten gebracht.
Ja. Total schön. Jetzt hast du quasi schon ein paar Antworten vermutlich vorgelegt. Ich frage mal nach dem Oberbegriff. Was würdest du sagen, hat sich für dich jetzt verändert? Es ist wirklich mein Lifestyle. Also ich habe es einfach viel mehr in den Fokus gestellt. Auch wirklich unbewusst. Ich habe einfach die ganze Zeit Bock. Also ich habe auch das Gefühl, es wird immer mehr, du hast es wirklich gut gesagt, eigentlich ist es bei mir eine Wissensansammlung. Ich habe unwahrscheinlichen Bock auf dieses Wissen um meinen eigenen Körper, weil sich vieles außen herum dann ergibt. In der Vergangenheit habe ich das Gefühl, das ist so mein Change. Es muss sich um mich herum doch einiges ändern, damit ich mich ändern kann. Es sind noch ein paar Dinge passiert und so, die jeder hat, Schicksalsschläge und so. Und jetzt, also ich fühle mich halt unwahrscheinlich aktiv auf diesen Ebenen. Das ist so der Knackpunkt und das tut recht gut. Oder richtig gut, nicht recht, das klingt so minimal. Ja. Ja, das ist ja totale Kompetenz, die du da erlangst, über dich selbst auch. Das ist ja total wertvoll. Was würdest du sagen, hat dir am meisten dabei geholfen? Kannst du so das Tool raussuchen? Jetzt hast du gerade gesagt, schon Mindset war so eine Arbeit, die dir klar macht. Oder die Leichtigkeit, mit der so ein Lifestyle-Change vielleicht auch stattfinden kann. Oder was würdest du sagen, hat dir am meisten geholfen? Kannst du das so rauspicken? Das klingt vielleicht komisch, oder vielleicht heute auch einfach so, mein Haupttool wart ihr drei Coaches, eure Art. Also es kam mir gar nicht, also klar, die Instrumente, die ihr hattet, jedes auf eine andere Art und Weise. Ich bin so ein Typ, ich muss wirklich, sagt man so mental, ich habe mich mitgenommen gefühlt einfach von Anfang an. Und das macht man ja über Menschen, ne? Auf anderen, oder ich kenne es auch, also ich war lange Jahre in der Fußballmannschaft Kapitän und dann ist man auch Motivator und so weiter und so fort. Es ist nicht jeden Tag halt gleich und sowas halt, war es wirklich so die Art von euch, weil es, also für mich war das unwahrscheinlich motivierend, aber auch sehr inspirierend. Dann natürlich auch diese Regelmäßigkeit. Das ist auch so eine Geschichte, wo ich noch total gerade unschlüssig mit mir bin, ob ich weitermache. Wegen euch habe ich natürlich total Bock. Auf der anderen Seite habe ich aber halt auch irgendwie Bock oder denke, es ist vielleicht der richtige Zeitpunkt, irgendwie losgelassen zu werden und dir selbst zu zeigen, du schaffst es auch so ganz alleine. Keine Ahnung, da bin ich hinterhergerissen. Das ist so die Sache. Und eine dritte Sache will ich noch nennen, ist eben wo manche mit Schwierigkeiten hatten, diese vielen Möglichkeiten und sich daraus das Beste rauszupicken. Ich war am Anfang zum Beispiel, dachte ich, also ich habe gerade auch eine andere Lifestyle-Änderung gemacht, unabhängig von eurem Kurs, aus ganz vielen sozialen Medien und so raus. Ja, also ich hatte 5, 6 verschiedene Plattformen hier an LinkedIn und Xing und alles. Und aufgrund dessen, dass ich mir ein neues Handy gekauft habe, dachte ich nutze es mal. Am Anfang des Jahres habe ich gedacht, ja, wenn es mal 1, 2 Wochen nützt, ist gut. Ich habe es null vermisst. Und deshalb war ich am Anfang ein bisschen skeptisch mit den Buddy-Gruppen. Dachte ich, naja, eine Hauptgruppe reicht dir. Und dann habe ich auch überlegt, wie ich eigentlich rundum als Mensch bin, dass ich auch gerne rede und aber auch zuhören kann, glaube ich. Und das war auch richtig geil. Und deswegen fand ich diese verschiedenen Kanäle, das ist eigentlich so, was ich auch mag. Ne? Weil du kriegst mit der Zeit mit, was das Beste für dich ist. Du musst auch nicht jede Nachricht lesen und so. Das hat mir auch nochmal gefallen, weil ich das auch nochmal so gelernt habe, zu filtern für mich selbst. Und ich konnte eigentlich auch fast immer so für andere, glaube ich, eher als jemand auftreten, der auch wieder noch ein bisschen mitzieht. Ne? Also wenn ich so gemerkt habe, was manche dann eben so für nicht Probleme, aber mit welchen Herausforderungen die da rangehen mussten und das hat Spaß gemacht, um zu helfen. Ja. Ja, das ist ja total schön auch zu beobachten gewesen. Ne? Da gab es immer mal wieder Situationen, wo natürlich auch aus der Community Fragen beantwortet wurden schon, aber tatsächlich auch dieses Community-Gefühl einfach getragen wurde über Sprache, über irgendwelche, und wenn es nur ein Emoji, eine Reaktion war, was auch immer. Aber tatsächlich dieses Gefühl von, wir sind hier echt im Schulterschluss. Wir sind hier jeder auf seine eigene Art, aber irgendwie im gleichen Boot. Das ist ja total powerful. Das ist ja total... Ja. Also das hat uns auch total begeistert zu sehen. Und gerade wenn es dann Menschen gab, und da gehörst du definitiv zu, die so wertschätzend dann mit den Menschen umgegangen sind und auch zwischendurch mal hier so ein, hey, schaffst du, wir sind hier zusammen, kriegst du hin. Total schön zu sehen. Also vielen Dank für deine Energie, die du auch damit reingebracht hast, das total wertvoll ist. Weil davon lebt es ja nun mal auch. Ne? Ja. So, die letzte Frage. Was war anders, als du es vielleicht schon kanntest? Genau das, was ich halt gerade gesagt habe, dass man auf der einen Seite, Beispiel, so ein Webinar,
bin ich so, ist mein Freund erstmal, guckt erstmal kritisch und geht öfters ab. Aber also es war komplett, es war super. Also ich habe sowohl eure Vorträge da sehr aufmerksam verfolgt, ich habe ganz oft hin und her überlegt, auch noch mehr selbst zu sagen und so weiter. Aber dann, das hast du ja auch oft angesprochen, ich habe auch sehr viel mitgenommen durch andere, durch das Zuhören von anderen. Das fand ich halt sehr gut. Und was noch ein Punkt ist, was ich euch so sagen will, ist, ich habe mich halt, also ich habe zum Beispiel verschiedene Dinge gemacht, die ich so nicht gemacht hätte. Zum Beispiel dieses Extreme, ich habe es für mich so als Hardcore-Tracking genannt, in Bezug auf Kalorienzählen. Das habe ich jetzt komplett aufgehört, weil es auch wirklich mega viel Zeit mir gekostet hat, einfach. Aber das ist auch gerade das Spannende. Dadurch, dass ich das so intensiv gemacht habe, habe ich so viel gelernt. Ich habe mich halt so intensiv damit beschäftigt, dass ich jetzt das Gefühl habe, es ganz gut hinzukriegen. Auch natürlich mit Schwankungen und so. Ne? Also halt früher war auch mal wieder nach 14 Tagen Liegetag, war ich jetzt auch nicht ganz so erfreut. Aber da fand ich das spannend zu lernen mit der roten Linie, dass ich jetzt nicht gleich, weil man ein halbes Kilo mehr ist, ja aus der Fassung fallen muss. Also dieses wirklich, dass ich es für mich selber tue, also das auf jeden Fall, genau. Aber wie gesagt, das ist jetzt so der Punkt, ich suche für mich gerade was ich wirklich an diesen Themen halt so dranbleibe, weil es macht solchen Spaß, was wahrscheinlich für Weitermachen spricht. Ja, es ist ganz spannend, weil du auch so gesagt hast, das Thema Lifestyle für dich sehr groß wird und das ja jetzt dann tatsächlich der Thema, der Themenwechsel sein wird, ne? Also der starke Fokus von Abnehmen schwenkt ja jetzt über in Lifestyle-Coaching. Das heißt, wir schauen, wie bringt man das Ganze in den Alltag unter und gegebenenfalls, wie gehe ich damit um in der Stabilisation und wie integriere ich das in den Alltag und was gehört noch zu den Themen? Also wir haben jetzt nicht maximal in der Tiefe von den drei Themen eigentlich gearbeitet. Und es gibt noch so viel mehr, was da möglich ist. Also das ist jetzt tatsächlich einfach nochmal Kompetenz auch auf anderen Ebenen dann vermitteln und da gemeinsam wieder zusammenstehen. Ne? Weil das einfach so wertvoll ist, zusammen da zu gucken in der Gruppe. Und wie du sagst, wie geht's bei den anderen? Das ist so wertvoll, das mitzubekommen, weil das auch immer was mit mir zu tun hat und ich mir die Frage stellen kann, interessante Frage, die hätte ich so vielleicht nicht gestellt. Aber jetzt, wo du es sagst, wie ist denn die Antwort? Ne? Also das ist ja ganz oft total schön zu sehen und zu hören. Ja. Wir sind durch mit diesen Fragen. Lieber Jens, ich danke dir für deine Zeit, für diese wahnsinnig schöne Energie, die du hier mir entgegenbringst. Dass du dich so schön investiert hast mit deiner Energie, auch in die Gruppe und alle von dir was mitbekommen haben. Also de facto deine gute Energie mitbekommen haben. Total schön. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche alles Gute, einen schönen Tag heute noch. Für uns scheint die Sonne. Hoffe bei euch auch. Und ja, dann bis bald. Genau, bis ganz bald. Ganz lieben Dank, okay. Das wünsche ich dir auch. Ciao, ciao. Ciao.